Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, ab nächster Woche kannst du bei mir ja auch Strom tanken. Bei dem Arbeitstempo hier ist deine Kundschaft doch auch so schon geladen. Sag mir lieber mal, wo ich die ganzen Steckdosenpiloten in meiner Benzoloase zwischenlagern soll. Hä? Ein Ladevorgang dauert fast eine Stunde. Ich sehe schon, wie die ganzen Stromstreber mein Zeitschriftenregal hoch und runter lesen, ohne was zu zahlen und mir die Luft wegatmen. Einmal die Vier und die Frau im Spiegel. In Holland heißt die ja bald Frau im Meeresspiegel. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, das mit dem Meeresspiegel betrifft uns doch nicht. Zugegeben, vorher steht mir das Wasser wegen deinen Preisen bis zum Hals. Also wenn das sehr ehrgeizige Ziel der Erderwärmung von maximal 1,5 Grad Celsius eingehalten wird, könnte das Abschmelzen von Gletschern und Landeis etwa halbiert und der Anstieg des Meeresspiegels in diesem Jahrhundert erheblich reduziert werden. Ich hätte auf der Fahrt in den Urlaub keinen Bock, 20 Mal anzuhalten, bis ich in Rimini bin. Ein E-Auto ist auf langen Strecken halt wie du, Anke. Wieso? Es kommt nicht gut an. Macht 126 Euro, sammeln Sie Tesla-Punkte, haben Sie eine VW-ID-3-Card oder sind Sie im Stromberg-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.